So, da bin ich wieder und wir waren bei Unterstützung und zwar beim stylischen Louis MG. Um das haben zu dürfen, müssen wir ein bisschen den Smoke wegtun. So, Louis MG hat auch eine relativ interessante Geschichte und zwar wurde es eigentlich von einem Amerikaner entwickelt, und der hat es der amerikanischen Armee angeboten. Die amerikanische Armee wollte das aber gar nicht haben, also ist er damit zu anderen Ländern gegangen, unter anderem nach Großbritannien und hat den Briten dieses Ding angeboten und die haben das genommen, damals noch. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg ist es dann im großen Stil eingesetzt worden. War damals im frühen Ersten Weltkrieg eines der mobilsten MGs, die es damals gab. Also eines der sozusagen ersten LMGs. Und das Witzige ist, das Ding sieht einfach mega fett aus. Das liegt daran, dass nicht der Lauf so dick ist, sondern um den Lauf ist ein Mantel drumherum. Und in dem Mantel sind ganz viele kleine Lamellen, die zur Abkühlung des MGs beitragen sollen. Und damals hat man sich ausgerechnet, dass der Mündungsknall, also das Mündungsfeuer, halt so ein Sog, dass durch den Mündungsknall und durch das Mündungsfeuer halt so ein Sog entstehen soll. Und dieser Sog sollte angeblich dafür sorgen, dass die ganze Zeit Luft durch diesen Mantel gezogen wird. Der ist nämlich hinten und vorne offen. Und das hat sich aber neuerdings rausgestellt, beziehungsweise das hatten die Leute schon, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg raus, dass das gar nicht stimmt und dass das mit diesem riesigen Mantel totaler Quatsch war und dass das zur Kühlung nichts beiträgt. Solche Gerüchte hat man öfter. Übrigens macht das Ding auch immer wieder Ärger, wenn es um die Definition von Magazin geht, denn nach der landläufigen Meinung muss ein Waffenmagazin ja eigentlich eine Feder haben. Und das hat dieses Ding nicht. Dieses Ding wird nämlich von der Waffe transportiert. Und zwar ein Mechanismus in der Waffe dreht halt die ganze Zeit diesen Teller da weiter. Und deswegen müsste man entweder die Definition von Magazin ändern und sagen, ein Magazin ist irgendwie alles, was Kugeln fasst und irgendwie geschlossen ist. Dann würden allerdings auch solche Sachen wie die Gurtkästen, also diese Gurttrommeln der deutschen MGs, wären dann ja auch Magazine. Und das sind sie ja nicht. Und wenn man halt sagt, dass dieser Teller hier oben auf dem Louis kein Magazin ist, dann muss man das ja irgendwie anders benennen. Und man hat ja dann eigentlich nur noch eine Chance, dass man sagt, das ist ein Laderahmen. Aber es ist ja völliger Quatsch, das Ding ist ja kein Laderahmen. Und das Ding ist einfach irgendwie ein Ding, was Patronen hält. Es ist tellerförmig. Und meistens wird es halt trotzdem Magazin genannt, damit man halt nicht in so einen riesigen Knoten gerät mit der Definition. Aber kommen wir zu den Dingen im Spiel. Im Spiel ist es relativ cool. Es lässt sich noch so ein bisschen wirklich als Sturmgewehr einsetzen. Ich versuche mal, ob ich das. Ne, die haben den schon fertig gemacht. So ein bisschen kann man da noch mit so aus der Bewegung kämpfen, aber nicht so ganz so gut, weil das Ding halt einen mega Rückstoß hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Schaden irgendwie reduziert ist. So, next round. Ich bin schon wieder ein paar Mal zu oft gestorben. Aber das Ganze zu erklären, also relativ einfach zu erklären und dann gleichzeitig zu spielen, ist wie gesagt relativ schwierig. So, ich bin immer noch beim Louis. Übrigens gibt es für das Louis auch nochmal ein größeres, in Anführungszeichen, Magazin, wo dann der Teller nochmal höher ist. Das ist dann meistens der Fall beim RAF Louis. Das hat jetzt nichts mit der Roten Armee-Fraktion zu tun, sondern mit der Royal Air Force. Denn das Louis wurde auch an Flugzeuge ausgegeben, da meistens ohne diesen großen Kühlmantel. Das ist auch das Louis MG, so wie es in, wie nennt sich das Spiel nochmal, in dem Call of Duty im Zweiten Weltkrieg, also Call of Duty WW2 vorkommt. Jetzt müsste ich mich doch hier mal aufbauen können. Ne, ich darf hier das Louis nicht aufbauen. Am stärksten ist es natürlich, wenn man es irgendwo aufbaut. Was macht der denn da? Wo war der denn? Ich habe wieder irgendwas erwischt. Immer einer guckt immer genau auf diese Position, wie ich da rumhänge. Jetzt wollte ich das eigentlich erzeigen. Ich hoffe, ihr glaubt mir, dass es so als Gewehr kann man so passabel einsetzen. Wenn man es allerdings irgendwo mal fest aufgestellt hat, dann geht es relativ gut ab. Wenn man es dann aufstellen dürfte irgendwo. Nein. Nein. Das ist dämlich an der Karte. Man darf nämlich Gewehre teilweise nicht hier einfach mal hier auf der Mauer aufstellen, was eigentlich logisch wäre, sondern muss an das Fenster. Und das Fenster wird automatisch immer. Also wirklich immer beschossen. Jetzt, okay, alt hinlegen. Gucken, dass jetzt nicht so mega viel Gras im Weg ist. So, jetzt ist er, jetzt bin ich auch schon tot. So, aber das Video ein bisschen weitergehen muss, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr glaubt mir, dass das Ding relativ praktisch ist, wenn man es aufgestellt hat. Dann geht's weiter zum Flammenwerfer. Hier, der britische Flammenwerfer tut sich auch nicht wirklich viel mit den anderen Flammenwerfern. Der Ingenieur hat jetzt wirklich auch nichts, was die anderen nicht auch haben. Bis auf, dass er relativ viel für die Sten bezahlen muss. Genau, beim richtigen MG-Typen haben wir jetzt ein ausgewachsenes Vickers. Und das ist
brutal cool, das zu haben, obwohl es nicht wirklich ein gutes Maschinengewehr ist. Denn es ist nicht so ganz so mega unpraktisch wie wirklich, wie nennt sich das, das Ding der Amerikaner, also das M1919. Es steht hier jemand im Weg, ne? Okay. Damit kann man nämlich richtig gut Deckungsfeuer geben. Und der Gurt ist auch lang genug, damit man das eine ganze Weile lang tun kann. Also damit kann man wirklich für eine ganze Weile ein Stück absperren. Das kann man ja mit dem kleinen MG, mit dem MG34 der Deutschen nicht. Und mit dem MG42 kann man das, aber das MG42 muss man einfach zu oft nachladen. Hier übrigens noch das dicke Ding mit der Wasserkühlung. Eigentlich kein leichtes MG, sondern eigentlich ein schweres MG. Man kann es... Okay, er hat hier diesen Mini-Flammenwerfer. Man kann damit in Häusern noch gut, relativ gut Leute erwischen. Und zwar, wenn man hier... Es müssten hier irgendwelche... Ja, es geht nicht. Ich hoffe, ihr glaubt mir, dass wenn man in einem Haus direkt in einen damit reinläuft, dass man den relativ gut erwischen kann. So, stützt das Ding bitte auf. Leider hat das Ding im Gegensatz zum MG42 keinen Tracer und man muss eigentlich anzielen, wenn man das erwischen will. Auch hat es halt nicht so diese Mega, diesen Mega-Suppression-Effekt. Ich finde es ganz witzig, dass es dabei ist. Es ist nicht wirklich gut, also MG42 ist wirklich Herren-MG in dem Spiel. Aber ich finde es witzig, dass es dabei ist. Und in manchen Situationen, wenn es dann wirklich darum geht, so einen Korridor für eine lange Zeit abzusperren, dann ist es wirklich gut. Auf der Dünkirchen-Map ist es gut, sonst habt ihr nichts. Scharfschütze hat eigentlich fast nur eine Option, und zwar das Lee Enfield Nummer 4. Und zwar einmal mit einem 4-fach-Scope und einmal mit so einem 7-fach-Scope, was ich nicht kenne. Dummerweise, was auch so ein bisschen aussieht wie so ein Örntle. Es ist aber kein Örntle. Es kann sein, dass es das wirklich gab. Aber die Briten waren wirklich nicht so firm da drin, wirklich Scharfschützen einzusetzen. Okay, es ist zentral montiert. Ah, es hat so ein Dorn-Absehen. Und es ist gerade alles zugesmoked. Ah, ich glaube, lass mich raten. Ich habe mir vergessen, einen Grease Bowl zu holen. Zu den Pistolen kommen wir gleich. Ohne Grease Bolt, finde ich, ist ein Lee Enfield einfach nicht tauglich. Aber wenn ich direkt dabei bin, kann ich mir sofort das andere Visier holen. Denn ich finde das Vierer, finde ich ehrlich gesagt, einfach sehr viel praktischer. Das ist auch zentral montiert. Eigentlich waren die Briten dafür bekannt, dann im Zweiten Weltkrieg auch noch seitmontierte Visiere einzusetzen. So, Rülpser ausgeschnitten, weiter geht's mit der Sniper-Action. Hat es irgendwas zu treffen? Da ist einer. Ach, der ist schon weg. Das Vierer ist sehr viel übersichtlicher. Ich glaube, in der Scheune hocken irgendwelche. Und da sind auch gerade keine in meinem Sichtfeld. Als Scharfschützengewehr Lee Enfield übrigens relativ praktisch, dadurch, dass es sich halt so schnell fertig laden lässt, wenn man denn den Grease Bolt wählt. Wenn man den nicht wählt, ist man meiner Meinung nach einfach selber schuld. Da verschwendet man nämlich eine ganze Menge Kraft dieser Waffe, also eine ganze Menge Potenzial. Ah genau, wenn man hier hochkommt. Nee, ist das einer von unseren? Ja, der hat einen Namen. Ah, wir sind schon sehr viel weit. Das heißt, hier drin zu sein, nützt mir gerade gar nicht so viel. Und ich habe dummerweise meine Pistole weggetan. Ich war ein bisschen zu gierig auf die Hauptwaffe, war die schnell zu zeigen. So, Aufnahme läuft aber immer noch. Jetzt stehen normalerweise alle hier. Ja, muss natürlich auch treffen können. Oh, war der knapp vorbei. Alter. Los. Und natürlich die 10 Schuss natürlich beim Lee Enfield ist natürlich auch immer Premium, die zu haben. Na, was macht er hier? Ich finde das Absehen teilweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber halb so schlimm. Aber dann würde ich sagen, dann gehen wir auch schon zu den Pistolen. Das erste, was wir haben, ist die High Power und damit auch das teuerste, was man haben kann, ist eine 9x19mm Selbstladepistole. Kommt in den meisten Spielen eigentlich nicht vor, obwohl die im Zweiten Weltkrieg sogar von beiden Fronten aus benutzt wurde. Eine relativ interessante Geschichte dazu ist, dass sie eigentlich eine belgische Pistole, als die, wie nennt sich das, die
Deutschen Belgien erobert haben, haben die auch halt FN erobert, also Fabrik National, und haben dann weitere FN-Pistolen hergestellt. Allerdings wollen die Alliierten auch FN-Pistolen haben. Und deswegen sind die hergegangen und haben das Ding in Kanada produziert. Die hatten allerdings die Originalpläne nicht. Und deswegen sind die hergegangen und haben dieses Ding wirklich geklont. Das heißt, die haben dann wirklich sich eine FN-Pistole genommen, die die noch hatten, und haben die dann wirklich nachgebaut. Also ausgemessen und wirklich bestes Re-Engineering. Übrigens, die Browning-Pistole, Browning High Power, entwickelt von John Moses Browning, hat allerdings leider relativ wenig Kugelkapazität, weil John Moses Browning war sein Lebtag gegen Double-Stack-Magazine, also gegen zweireihige Pistolenmagazine, was eigentlich jede moderne Pistole heutzutage hat. Der hat gedacht, das gibt nur Ladehemmungen und ist sowieso zu nichts gut. Und 15 Kugeln in der Pistole zu haben, wenn es schon bei der vierten Kugel Ladehemmungen gibt, ist es ja nicht wert, war es nicht wert aus seiner Sicht. Und deswegen hat der Gute seinen Lebtag in allem, was er gebaut hat, nur Single-Stack-Magazine eingesetzt. Leistung im Spiel sehr gut, einer der besseren Pistolen, obwohl die natürlich weniger Schaden hat als die, als der Colt M1911 Kält. Colt M1911 ist mir immer noch lieber. Allerdings lässt die sich auf der anderen Seite dafür schneller triggern. Und ist wirklich fast meine Lieblingspistole. Ja, kann mich nicht so gut, meistens nicht so ganz gut entscheiden. Meistens nehme ich dann den Colt, weil der Colt hat... Also wenn ich mich entscheiden müsste, den Colt gibt es ja. Ich glaube, bei den Briten gibt es den Colt nicht. Also beste britische Pistole. Den anderen Kram, den die haben. So, guck ich mal, dass ich euch das zeige. Ist danach der Webley Revolver mit Schnelllader oder ohne Schnelllader. Ich zeige es euch am besten mal mit Schnelllader, denn ohne Schnelllader ist der halt absolut untauglich. Okay, Capture C. Capturen wir mal C. Ich erwische sowieso gleich. Ich hoffe, es ist verzeihbar, dass ich hier nicht so auf Granaten eingehe, denn mit Granaten kenne ich mich erstens nicht so mega gut aus. Die Briten haben halt, was relativ cool ist, die haben halt diese Nummer 69 Granate, ist es glaube ich, die explodiert, wenn die aufschlägt. Das ist relativ cool, denn da können sich die Gegner dann nicht mehr so gut vorschützen. Lebensmittelgeschäft. Komm, geh da mal drauf. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seaman geht was jagen. Gruß an der Stelle. So, wo haben wir denn ein Munitionsdepot? Muss ich jetzt ganz nach da hinten laufen? Egal. Ach, das sind sowieso so viele, die werden mich sowieso erwischen. Komm, komm. Ihr seid keine Sturmtruppen. Zieht da mal ein bisschen besser. Übrigens, ich meine die Sturmtruppen aus Star Wars, nicht die Sturmtruppen aus dem Ersten Weltkrieg. So, hier haben wir den Webley Revolver. Und die Briten hatten noch sehr, sehr lange keine Selbstladepistole, sondern die hatten noch lange einen Revolver. Übrigens Break Action, also der kippt nach vorne. Und der echte Revolver hat, auf dem Papier hat er die Funktion, dass wenn man ihn nach vorne abbricht, dass er dann wirklich nur die leeren Patronen ausstößt und die vollen Patronen drin behält. In der Wirklichkeit funktioniert das nicht. Also funktioniert das nicht so gut. Und da werden meistens alle Patronen ausgestoßen. Hat ein bisschen mehr Schaden als 9mm. Ich kann mal kurz in die Tabelle gucken. Obwohl es ist schon ein bisschen dunkel. Wo haben wir das? Ein Webley Revolver. Hat 287 Joule. 9x19mm. Hat, 940 Joule. Also das ist ein relativ schwacher Revolver. In der Realität dürfte eigentlich, dürfte eigentlich relativ abstinken. Hier im Spiel ist er merkwürdigerweise aber relativ stark und tötet so gut wie alles, was man trifft, beim ersten Treffer. Vorführeffekt. Meistens kippt das meiste Zeug, was ich damit treffe, um, aber es ist... Oh, was ist denn mit dem passiert? Die Deutschen kommen meistens von... Das ist jetzt übrigens ein Doppel-Action-Revolver. Das heißt, ich kann die ganze Zeit abziehen und ohne, dass ich, dass der Schütze irgendwas am Hahn machen muss, kann ich die ganze Zeit durchtriggern. So, von da ab kann man hier in dem Spiel relativ gut den Unterschied zeigen. Okay, den hätte ich erwischt, aber meine Vision ist groß. Das heißt, das nächste, was mich erwischt, lässt mich umkippen. Oh, scheinbar hat der doch, ich habe den nämlich letztens erst nochmal getestet, scheint der Revolver doch weniger Schaden zu haben, als ich gedacht habe. Dazu muss ich sagen, ich nehme ihn auch so gut wie nie, denn wenn ich schon die Option auf eine High Power habe, dann nehme ich doch nicht einen Webley Revolver mit, müsste ja bescheuert sein. Das nächste, was man da hat, ist der Velrod. Das ist nämlich relativ interessant, und zwar der Velrod ist eine dauerhaft schallgedämpfte Pistole in 9x19mm, soweit ich das weiß. Ich glaube, es gibt den Velrod aber auch in 45 ACP.
Eigentlich war der für den Widerstand gedacht. Ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt von Amerikanern oder von Briten entwickelt wurde. Also für den Widerstand sollte der abgeworfen werden. Ist eine schallgedämpfte Repetierpistole und damit halt hart merkwürdig. Aber dauerhaft schallgedämpft, was einem in dem Spiel hier aber eigentlich relativ wenig bringt. Ich werde das mal zeigen. Man schießt immer, dann muss die immer fertig geladen werden. Ist auch ein Drehkopfverschluss, wie man sieht. Man muss mal dran drehen. Und das Magazin ist einfach der Griff, was auch noch relativ witzig ist. Ihr seht hier, dass das Magazin einfach aus dem Griff besteht. Man muss hier immer repetieren. Ist in dem Spiel relativ unpraktisch, weil man braucht so gut für nichts wirklich mehr ein Repetierpistole. Außerdem hat das Ding dann auch noch mega wenig Schaden. Und zwar so, es ist natürlich, ich glaube, es ist Gasentlass. Ich glaube, das Ding hat Gasbohrungen drin. Und dadurch hat das natürlich weniger Schaden als echtes 9mm. Also als, ja, da kommt schon echtes 9mm rein, aber es ist halt so, dass das halt, wie nennt sich das? Es wird halt Gas aus dem Lauf abgezapft und dadurch hat das weniger Schaden als eine Pistole in 9mm, die keine Gasentzapfung hat. Das Ding macht so gut wie kaum Schaden teilweise. Jetzt auf nahe Distanz geht's eigentlich, so wenn man direkt vor einem steht und dann fast schon einen Aufsatzschuss hat. Aber ansonsten ist das Ding einfach ein Gag. Oder ich weiß nicht, ob man damit irgendwann mal einen Effekt hat, dass der Gegner die Schüsse nicht hört. Also mir ist das noch nie aufgefallen. Aber ich glaube, das war auch schon alles. Mir fehlt nämlich dann, glaube ich, nur noch High Power Webley. Webley High Power. Halt noch das Raketending. Beziehungsweise es ist ja, soweit ich das weiß, kein Raketending. Es ist ja ein Piat. Es war beim Pionier, der müsste einen Piat bekommen dürfen. Genau, Piat. Geschichte des Piat. Mega merkwürdige Entscheidung, denn es ist eigentlich keine Panzerbüchse. Es ist, wenn man es genau nach der Definition geht, ist es eigentlich ein Mörser. Weil das Ding irgendwie über eine Feder arbeitet. Das Ding ist mega merkwürdig. Am besten verlinke ich hier das Video von Forgotten Weapons, wo das Ding erklärt wird. Denn das Ding ist ein Mörser, also man muss das Ding erstmal per Hand spannen, man muss sich da draufstellen und das Ding spannen wie so eine Armbrust und da muss man auch richtig stark für sein, um das hinzubekommen. Dann kommt die Granate rein, aber wenn die Granate abschießt, muss man das Ding nicht nochmal neu spannen, weil die Granate, weil die abgeschossene Granate die Feder wieder spannt. Das ist mega merkwürdig, das Teil. Im Spiel ist es auch gar nicht mal so gut, weil das Ding hat auch eine mega geringe Reichweite. Es gilt als die schlechteste Panzerabwehrwaffe des Zweiten Weltkrieges. Jetzt muss man das Ding wieder da... Genau, man muss das so ganz komisch da reinschieben. Es ist natürlich relativ stark, aber man hat auch nur zwei Schuss und... Naja, es ist... die Panzerwaffen hier im Spiel braucht man ja meistens dafür, um irgendwelche Objectives auszuschalten. Und dafür ist es meistens noch gut genug. Man muss halt nur relativ nah dran. Dann würde ich sagen, ich glaube, es gibt bei den Briten jetzt eigentlich gar nichts mehr, was ich nicht erklärt hätte. Na komm. So, mit dem Kill würde ich dann sagen, dann hoffe ich, dass das Video nicht zu lang geraten ist. Wahrscheinlich so 2 bis 3 Teile. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Zugucken. Dann könnt ihr hier rechts meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr, links könnt ihr die Kanäle abonnieren, also meinen und euren anderen. Und rechts könnt ihr dann wieder 2 andere Kanäle abonnieren. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Zugucken und sage bis dann. Ich hoffe, die Festplatte ist nicht voll.